Moin YouTube, hallo und wieder mal willkommen zu Vintage Story. Ein bisschen ist es her, diesmal wird es auch nur so ein Shorty. Naja, ich habe da so ein, zwei Sachen, die möchte ich kurz loswerden, damit ihr Bescheid wisst. Und ansonsten, viel Spaß bei Vintage Story. Ich hoffe, ihr spielt fleißig. Freunde, ich wollte unbedingt Meteoritengestein oder Nugget bearbeiten. Schmelzen können wir den im Hochofen. Aber zum Bearbeiten brauchen wir wohl einen Amboss Stufe 3. Und wie ihr seht, obwohl Zinn-Werkzeuge und Zinn-Waffen Werkzeugstufe 3 sind, gilt das nicht für den Amboss. Also ihr braucht da wohl höchstwahrscheinlich einen Eisenamboss und ich habe noch gar kein Eisen gefunden. Ich bin ein wenig traurig. Naja, ich habe euch noch unterschlagen, wenn ihr irgendwo unterwegs sein wollt und eventuell Heilung braucht. Ihr könnt euch aus Schachtelhalm und Rohrkolben diese Umschläge basteln. Das gibt immer hier 2 HP, wenn ihr den anwendet. Und es ist, ja, zu empfehlen, würde ich sagen. Ich stecke mir auch mal direkt einen ein, weil ich nachher mal ein Busy in die weite Welt möchte. Ich habe mir nebenbei mal so ein bisschen hier einen Lederrucksack zugelegt. Das ist, glaube ich, mit der größte Rucksack, den man so haben kann, mit Anzahl 6 an den Steckplätzen. Der Handkorb hat 3, der Jägerrucksack 4, der Leinensack 5 und der Lederrucksack 6. Ihr seht da den blauen Beutel, das ist die Bergbautasche. Can only hold stones, ores, minerals and metals. Stimmt nicht ganz, alle Bergbausachen werden da drin untergebracht, wenn man das möchte. Die Slots werden blau und wie ihr seht, zack, das wäre ein Bergbaumaterial. Also könnte man das auch dort unterbringen. Erde geht nicht, Kies und Sand genauso wenig. Ansonsten aber alle Steine, zum Beispiel Perlotit, unbearbeitet würde gehen. Oder hier Tonstein. Also die ganzen unbearbeiteten Sachen würden funktionieren. Da hat er mir die einfach irgendwo hingepackt, der böse Junge hier. Alles Bearbeitete geht nicht. Alle Mineralien, Erze und so weiter könnt ihr auch hier reinpacken. Ich weiß nicht, ob es mit Salz geht. Salz habe ich noch nicht gefunden. Jo, so, weiter geht's. Winter. Winter ist nicht nur eine harte Zeit, sondern es wächst nichts. Seht also zu, dass ihr eure Felder vorher abgeerntet und genug eingelagert habt. Bienen vermehren sich auch zu der Zeit nicht. Deswegen baut die am besten erst ab, wenn es wieder Frühling wird. Schnee ist wirklich übel. Nicht nur im wahren Leben, sondern auch in Vintage Story. Ich habe mir ein paar Hühner gefangen. Da wart ihr, glaube ich, sogar noch dabei, ne? Und ihr seht, ich habe das jetzt zu einer Festung ausgemaut. Das war erstmal einfach nur ein Zaun. Warum habe ich das getan? Weil, wenn der Schnee liegt, können die Hühner einfach über den Zaun hüpfen. Glaubt ihr nicht, ne? Ja, ich habe es auch nicht geglaubt. Es ist leider so. Der Schnee erhöht die Sprungweite und damit kommt auch ihr über den Zaun. Oh, ich sehe gerade, die waren wieder fleißig, die Kleinen. Demnächst habe ich auch wieder Nachwuchs, wie es ausschaut. Wenn es nicht zu kalt ist. Und ja, die haben wohl Hunger, wa? Dann werden wir denen mal was besorgen. Ich habe zum Glück so einigermaßen was eingelagert. Habe aber auch blöderweise ziemlich viel Brot gebacken und so. Das heißt also, meine Vorräte für die armen Hühner gehen langsam zur Neige. Also, vor dem Winter solltet ihr bereit sein. So, 24 brauche ich. Ach komm, nehmen wir die 31 mit. Füllen auf und rennen wieder zurück. Wie gesagt, Amboss in Zinn, obwohl alle Werkzeuge Stufe 3 sind, ist der Amboss nur Stufe 2. Heilung mit Rohrkolben und Schachtelhalm. Schachtelhalm findet ihr überall da, wo ziemlich viel Bäume wachsen. Oder wenn ihr ein Feld mit Terra Preta habt, dann wächst dort auch Schachtelhalm irgendwann. Also es ist mir schon untergekommen. Ich habe den Hühnern ein kleines Haus gebaut, weil ich einfach Bock drauf hatte und ich hatte noch Ziegel über, also Schindeln. Ergo dachte ich mir, warte mal, ich hätte da jetzt ein Ei gesehen.
dachte ich mir, gebe ich denen mal ein Dach, damit es den nicht so ganz auf den Pelz ballert. Wenn ein Huhn dazwischen ist, kann man also nicht den Futterdruck auffüllen. Gut. Jetzt überlege ich gerade, habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, das mit der Heilung habe ich euch erzählt, das mit den Hühnern, mit dem Schnee, mit den Bienen und dem Anbau habe ich euch erzählt. Wenn ihr frisch dabei seid, könnt ihr, ihr werdet sehen, ich habe hier unten das Zahnrad ausgeschaltet, das macht ihr über World Config, Time Dilatation, bla bla bla, könnt ihr abschalten. So, da drüben habe ich jetzt noch einen Zaun aufgestellt, damit ich demnächst auch mal ein paar Bornschafe bekomme. Aber da ist jetzt noch nichts drin. Gut, Freunde, das sollte es für YouTube erstmal gewesen. Ach nee, da ist noch was. Ich habe ja mal irgendwie so diese krude Idee gehabt, dass man das Ding ja ruhig hochbauen kann und dann würde das ja langsam köhlern. Nö, ist nicht so. Es wird höchstwahrscheinlich nur eine Höhe von 6 oder 7 geköhlert. Das heißt also, wenn ihr das 7 hoch macht, dann bekommt ihr da die Kohle raus, macht ihr mehr, bleibt der Rest Brennholz. So. Ja, okay. YouTube, ihr wisst noch nicht, dass ich da oben eine Mühle gebaut habe. Dann gehen wir da auch nochmal schnell hin. Seht ihr, hätte ich fast vergessen, euch sowas zu erzählen. Sowas essentiell Wichtiges. Wieder wichtig. Trotz mannigfaltiger Beleuchtung, die ich hier überall angebracht habe, kommt es immer wieder vor, dass ab und an mal, wenn ich zu lang wach bleibe, Monster spawnen. Ja, gut, kann ich jetzt nicht viel für. Ist halt nun mal so. Ich würde sagen, ihr baut euch auf jeden Fall schon mal 2 Segel an. Wenn ihr einmal Segel herstellt, sind das direkt 4 für das Rad dort oben. Und da baut ihr direkt noch eins dran und wenn möglich schön hoch. Ihr werdet ein paar Achsen brauchen, eventuell ein Winkelachsenstück. Lasst euch nicht in die Irre führen. Es gibt das Winkelgetriebe, ja, und ein Getriebe. Ihr benötigt höchstwahrscheinlich nur das Winkelgetriebe. Das setzt ihr dann an eine Achse und dann entsteht bei der nächsten Achse, die ihr ansetzt, oder Bremse, wie ich sie hier habe, ja, entsteht automatisch das Zahnrad, damit das angetrieben werden kann. Ja. Die Stößel, da könnt ihr immer nur einen Quarz reinlegen, dann stößelt der und das Pulver kommt hier raus. Wenn ihr das automatisieren wollt, müsst ihr aus Kupfer einen Trichter bauen. Ähnlich wie bei Minecraft. Aber der war mir noch zu teuer. Und dann habt ihr hier eine Kiste, Trichter unter der Kiste. Kiste, Trichter, blump. Irgendwie so sollte das funktionieren. Aber da werde ich euch noch Updates geben, wenn ich das gebaut habe. Genauso verhält sich das hier. Ihr würdet hier auch eine Kiste mit Trichter hinbauen. Und dann würde der ganze Unrat, der hier zerstoßen wird, automatisch in die Kiste eingefüllt. Wir haben das im Stream schon mal ausprobiert. Bremse. Ich mache die mal auf, weil wir dann auch Knochen malen können, wenn Wind weht. Je höher ihr baut, desto mehr Wind. Ne, merkt euch das. Wenn wir das hier aufbauen, dann werde ich sagen, mache ich auf jeden Fall ein Update auf YouTube oder nehme euch sogar direkt mit. Ja, wie damals schon erwähnt, beleuchtet bitte eure Häuser. Das kann essentiell werden. Ziemlich gut hat sich das Wismut-Bronzeschwert erwiesen. Wie gesagt, ich habe noch keine weiteren Materialien an Metall. Deswegen ist es erstmal Wismut oder Zinnbronze, die ich verwende. Relativ haltbar und hat einen guten Schadenswert. No, von 3,3 Punkten. Knochen. Das heißt also, ich brauche mich jetzt gar nicht mehr darum kümmern, dass Bauxit oder dass Knochen gemahlen werden. Das muss ich nicht mehr mit der Hand machen. Das übernimmt die Mühle, sobald Wind ist. Und da bin ich auch schon wieder beim nächsten Ding, Freunde. Lederbearbeitung. Ja, genau, klar, habe ich ja doch noch was vergessen. Wird's ja doch gar nicht so kurz, der Shorty für YouTube. Lederverarbeitung ist genauso wie, wer war das? Ja, irgendwas mit B. Der hatte mir das im Stream noch gesagt. Tut mir leid, dass ich jetzt deinen Namen vergessen habe, sorry. Aber ist halt so, vielleicht komme ich nachher noch drauf. Bilgamesh war's, so war's. Hui, ihr braucht hier verdünntes Borax. Verdünntes Borax ist der erste Schritt. Also macht ihr 50 Liter Wasser in ein Fass und dann, weiß ich nicht, ich glaube 20 mal Borax rein. Borax bekommt ihr als Kristall oder Gestein. Könnt ihr in der Handmühle malen oder lasst es euch in der Mühle malen, wenn Wind da ist. Okay, wusch, wieder raus. Wenn das fertig ist,
dann kommt das in die, ich glaube, in den schwachen Gerbstoff zuerst. Oder kommt das zuerst in den starken Gerbstoff? Ach, ich bin mir nicht mehr so sicher. Also in einen der beiden Gerbstoffe kommt das rein. Schwacher Gerbstoff, recht einfach, 50 Liter, 5 Eichen, Dinger, zack, fertig. Wenn ihr dann schwachen Gerbstoff fertig habt, dann schmeißt ihr da nochmal 5-mal Eichenholz rein und dann wird das nach 3 Tagen oder so zum starken Gerbstoff. Und dann geht das erst da rein, dann da rein, dann da rein. Und nach über einer Woche habt ihr dann endlich Leder. Deswegen tut so viel Leder wie möglich rein. Ihr seht das im Endeffekt an der Anzeige. Ich glaube, das kann ich euch auch mal eben zeigen. Ich nehme mal 2 verschiedene Arten Leder mit. Achso, ja, wenn das rauskommt aus der Boraxlösung, Entschuldigung, dann nehmt ihr euch euer, zack, Leder und euer Messer und dann könnt ihr das schaben. Ja, das geht jetzt hier natürlich nicht. Ist ja nicht das richtige Leder, um das zu schaben. So, pass auf. Hier, guck, Borax, Leder, dann steht hier unten, wird zu. Wird das nicht angezeigt, dann ist da zu wenig oder zu viel drin. Also zu wenig geht ja eigentlich nicht, außer nichts, aber ich glaube, es geht auch zu viel. Also ich könnte das jetzt reinschmeißen, dann hätte ich hier 3-mal vorbereitetes Fell, glaube ich, oder eingeweichtes Fell. Gucken wir nochmal schnell. Nehmen wir mal ein anderes. Können wir die nämlich direkt in Wirklichkeit hier. Mittel, nehmen wir groß. Nehmen wir groß. Groß, da kommt gut was bei rum. Und ich will sowieso in Höhlen und vielleicht auch nochmal unterwegs sein. Also, wir nehmen das große Fell, schmeißen das da rein. Wird so 4-mal durchweichtes Fell, ganz genau. Das durchweichte Fell könnt ihr dann schaben und dann wird es zu vorbereitetem Fell. Okay, also erst Borax, rein damit, zumachen, fertig. Jetzt dauert das 18 Stunden. Naja, das ist ja gerade mal so ein Tag. Dann wäre das hier fertig, dann ist es eingeweichtes Fell. Ups, nein, bleib hier. Nein, bleib hier. Schauen wir mal eben. Tja. Also vorbereitetes Fell kann ich nicht in den schwachen Gerbstoff tun, dann werden wir das wohl höchstwahrscheinlich in den starken Gerbstoff sehen. Jo. Wir müssen dann das vorbereitete Fell, ne, was ihr aus der Borax raus und mit dem Messer bearbeitet habt, in den Barrel mit dem starken Gerbstoff reintun. Und dann wird das zu Leder nach 4,5 Tagen. Das kann ich, warum haben wir denn den schwachen Schwell? Ja, der war doch schon da drin. Also ich könnte schwören, dass Fell, das ihr hier rausholt, das vorbereitet, das kommt, nee, geschabtes Fell kommt hier hinein, denn es ist vorbereitet und denkt, ah, also, Borax schwach, stark. Nein, Borax Messer schwach, stark. Ihr seht es aber selber. Ihr könnt hier ein bisschen rumexperimentieren und schauen, was so passiert. Ich habe leider kein weiteres Fell da. Also, ne, können wir das jetzt nicht testen. Wir können auch irgendwie Leder mit Fett bearbeiten. Für den, da ist es, ne, gehärtetes Fett. Nach 48 Stunden wird es dann zu so einem Pelzmittel und damit könntet ihr dann den Jägerrucksack basteln, einschließlich Papyrus oder halt Rohrkolben. Den Sinn sehe ich nicht. So, ich rate euch nicht dazu. Ich würde sagen, Leder, macht euch Klamotten draus. Ich habe mir so ein Höschen gemacht. Oh, mein Mantel ist schon im Eimer. Ich hatte mir extra so einen Lederwams gemacht. Der ist aber schon im Eimer. Und ein Höschen. Naja, gut, die ist jetzt auch schon fast im Eimer. Ihr seht also, es ist ziemlich geil, was man hier so anstellen kann. Ich muss mal eben noch das Brennholz wegbringen. Und dann mal eben noch das Reis in die, den Reis in die Tüte packen. Und dann glaube ich, war es das. Ich habe euch die Mühle gezeigt, ich habe euch das Dings gezeigt. Schnee, Hühner, ja, ich denke, das war's. Sollte es sonst noch was geben, melde ich mich wieder mit einem kleinen Shorty. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen, YouTube. Macht's gut, spielt weiter Vintage Story und empfehlt es euren Freunden. Bis dann, tschüss.